Das wäre auch noch schöner gewesen, wenn ich das jetzt nochmal hätte machen müssen. Huch, nicht so weit. Jawohl. So, und ab durch die Tür. Puh. Ah, hier sind wir. Und da unten weiß ich auch schon, was mich erwartet. Nichts Schönes. Sehr gut. Was kommt hier? Hm. Keine Bombe mehr. So, jetzt muss ich diesen Schalter umlegen. Dann kommen jetzt rechts gleich Slogs. Ich glaube, jetzt kommen auch eine ganze Menge. Meine Fresse, wie viel kommt denn dann noch, ey? Ey, langsam reicht's aber. Geht doch. So, und jetzt ist lustig. Links, rechts, links, rechts. Weh, einer kommt zweimal auf einer Seite. Das muss ich auch noch langsamer machen. Geht es eigentlich noch böser? Ja, es war ja so klar. Hab ich's geschafft? Sieht so aus. Nur was mache ich jetzt? Da komme ich nicht weiter mit dem Slick. Hm, ach, renn ich einfach rein. Was soll schon schief gehen? Ich hab Angst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst! Mann! Halt, 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 halt. Lass ich die mal schön da reinlaufen. Sterben sie alle schön. Kann ich in dem Treiben jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zugucken. Oh Mann, ey. Ist das mies. Was? Na, dreh dich doch um, Mann! Fuck. Oh, es killt mich. Du killt mich doch endlich mal. Blöde Mistviecher. Geht doch.
Hey, ich drück volle Kanne nach rechts und der scheiß Arsch dreht sich nicht um, ey. Jetzt hätte ich das so schön eingerichtet, dass die Slugs alle da sterben. Verdammt nochmal. Ja, super. Jetzt springt der nicht. Ganz toll. Frag mich nur, wofür diese ganzen Bomben hier oben sind. Ey, warum springst du nicht, Mann? Fuck. Geht doch. Ey, sag mal. Wie geht das denn bitte, Alter? Der ist schon tot und kann mich immer noch töten. Bescheuert. Spring doch. Oh Mann, ey. Ist das eine Scheiße. Nein. So, jetzt kann ich wieder schön ballern, ey. Das ist böse, Alter. Schön im Rhythmus. Immer schön im Rhythmus bleiben. Sehr gut. Sehr gut, bin ich die auch los. Jetzt noch diese Slogs hier über den Haufen ballern. Oh, ich hasse sowas, ich hasse das. Nee, diesmal nicht. Und stirb. So. Und das ist der Schalter, der die Fabrik lahmlegt. Ich fand den Schalter, der's dunkel macht. Und so stand ich da, zur letzten Schlacht. Ja, die letzte Schlacht. Denn jetzt geht es zu den Glackens. Und eine weitere Cutscene. Okay, doch noch keine Cutscene. Ich dachte, jetzt kommt eine. Und dann kommt die in der Tat ein wenig später. Ach ja, jetzt kommt sie erst. Weil jetzt geht's zum Sitzungssaal. Der Glackens. Moloch hatte mich beobachtet. Er sah, was ich tat. Und er war stinksauer. Bring ihn um! Okay, Boss, ich mach's. Unfähiger Knecht. Er wollte uns alle umbringen lassen. Tja, und jetzt beginnt diese Zeit eben zu laufen. Und in der Zeit müssen wir es geschafft haben, in den Sitzungssaal zu kommen. Aber das ist ein steiniger Weg. Ja, das ging ja schon mal gründlich in die Hose. Und zwar ganz gründlich. Okay, zweiter Versuch.
So. Vier daneben, Mann. Warum spekuliere ich denn auch, ich Idiot? Und dann weiß ich jetzt, wenn ich da sitze, dann muss ich warten, bis er dreimal Rot hatte. Oh Mann. Autsch. Das tat weh. Und runter. Sehr gut. Bombe ist weg. Und tap, tap. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Aber, oh, der Rückweg wird ja mies, Alter. Nein! Das Drecksding hat mich erwischt. Da war ich zu schnell. Wenn ich zurückspringe, das wird ja lustig. Na toll. Und runter. Hep, hep. Hep, hep. Sehr gut. Das ging gut. Strom aus. Nein! Was bleib ich denn stehen genau unter der Säge? Ich bin doch so ein Horst.